Die USA, ja, sie liefern mit Abstand am meisten in die Ukraine. Doch nicht nur militärische Hilfe leisten sie wie kein anderes Land der westlichen Welt. Auch ordentlich Geld und Know-how gehört zur Unterstützung. Präsident Joe Biden reiste nun nach Alabama zum Waffenhersteller Lockheed Martin, um sich dort vor Ort einen Eindruck von der Produktion zu machen. Doch es gab noch einen anderen Grund, wie unser US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf berichtet. Der Besuch von Präsident Biden in Alabama, ohne Frage kein wirtschaftlicher, sondern ein hochpolitischer. Die Botschaft vor allem an Moskau: Wir haben die technischen Mittel, das Geld und den Willen, die Ukraine zu unterstützen, und zwar dauerhaft. Joe Biden war zum Händeschütteln gekommen, einerseits, um Wladimir Putin zu drohen, andererseits. Denn ein Drittel aller 600 Mitarbeiter hier produziert diese Waffen. Javelins, die über eine Distanz von fast 4 Kilometern abgefeuert werden können und die für die ukrainische Armee, so der US-Präsident, zu einem der effektivsten Mittel im Krieg geworden sind. Sie sind sogar so wichtig, dass es in der Ukraine Eltern gibt, und das ist kein Scherz, die ihre Neugeborenen so nennen, Javelin und Javelina. 5.500 dieser Panzerabwehrwaffen haben die USA bereits nach Kiew geliefert, tausende weitere werden folgen. Zusammen mit Drohnen, gepanzerten Fahrzeugen, Haubitzen, Munition im Wert von bislang 3,5 Milliarden Dollar. Militärequipment für weitere 20 Milliarden soll in den nächsten Wochen folgen. Wenn man Diktaturen nicht die Stirn bietet, das hat uns die Geschichte gelehrt, dann werden sie noch gieriger. Ihr Machthunger wird wachsen. Und jeder Mitarbeiter hier in der Fabrik, jeder Steuerzahler trägt seinen Teil dazu bei, dass die Freiheit gewinnt. Mehr als 70% aller Amerikaner unterstützen Bidens Ukraine-Politik. Die Hälfte will sogar noch mehr Militärhilfe für die Ukraine. Hier in Washington ist die Lieferung schwerer Waffen übrigens nicht mal ansatzweise ein Streitthema zwischen den Parteien. Dementsprechend wenig Verständnis gibt es für das in den Augen vieler Amerikaner unendliche Hin und Her in Deutschland.